In diesem Trainingsmodul werden Sie durch die Grundlagen der ATC, Automatic Train Control, und des ACSES, Advanced Civil Speed Enforcement System, geführt. Lassen Sie uns zunächst die ATC, ACSES und Alerter-Systeme aktivieren. ATC und ACSES arbeiten zusammen, um Signalanzeigen und Geschwindigkeitsbeschränkungen an die Geräte im Führerstand weiterzugeben. Sie sollten immer den Signalen im Führerstand folgen, auch wenn die ATC nicht aktiviert ist. Jetzt, wo die ATC und ACSES aktiviert wurden, können Zwangsbremsungen erfolgen, wenn Geschwindigkeitsbegrenzungen verletzt oder Systemalarme nicht ordnungsgemäß bestätigt werden. Werfen wir nun einen Blick auf die Ausstattung im Führerstand. Alle relevanten Informationen, die ATC und ACSES betreffen, werden auf der Signalbildanzeige ADU, Aspect Display Unit, angezeigt. Die meisten relevanten Informationen werden auf der ADU, Aspect Display Unit, angezeigt. Der erste Abschnitt der ADU zeigt den Aspekt des Signalblocks an, in dem Sie sich gerade befinden. Die MAS, Maximum Authorized Speed, zu Deutsch maximal erlaubte Geschwindigkeit, wird weiter unten angezeigt. Sie sollten sich immer an diese Geschwindigkeit halten, auch wenn ACSES deaktiviert ist. Legen wir los und schauen wir uns an, wie ATC und ACSES die Geschwindigkeitsbegrenzungen an den Signalen und auf der Strecke durchsetzen. Die ADU zeigt derzeit freie Fahrt an, was bedeutet, dass Sie weiterfahren können, solange Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten. Eine Überschreitung der Geschwindigkeit kann zu einer Zwangsbremsung führen. Halten Sie sich immer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Das ACSES erlaubt eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um bis zu 3 Meilen pro Stunde. Ist sie höher, ertönt ein Alarm. In diesem Fall haben Sie 8 Sekunden Zeit, Ihre Geschwindigkeit zu reduzieren, bevor eine Zwangsbremsung eingeleitet wird. Wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 6 Meilen pro Stunde oder mehr überschritten, wird sofort eine Zwangsbremsung eingeleitet. Um sich von einer Zwangsbremsung zu erholen, bewegen Sie den Bremshebel in die Position Unterdrückung und halten ihn dort, bis Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit erreicht oder unterschritten haben. Der Zug muss nicht bis zum Stand abgebremst werden, sondern kann sich vorher aus der Zwangsbremsung befreien.
Das nächste Signal zeigt einen restriktiveren Aspekt als Fahrt an. Wenn Sie diesen Punkt überschreiten, ändert sich entsprechend das Bild des Führerstandssignals auf der ADU. Wenn das Führerstandssignal auf eine restriktivere Anzeige wechselt, ertönt ein Alarm, der bestätigt werden muss. Wenn Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten, bewegen Sie den Bremshebel in die Position Unterdrückung und halten Sie ihn dort, bis Sie die erforderliche Geschwindigkeit erreicht oder unterschritten haben.
Die Anzeige hat sich nun auf eingeschränkt geändert. Sie müssen nicht nur mit reduzierter Geschwindigkeit fahren, sondern es wird auch erwartet, dass Sie auf Sicht fahren. Seien Sie demnach darauf vorbereitet, anzuhalten, wenn Züge oder andere Hindernisse vor Ihnen zu sehen sind. Fahren Sie zum nächsten Bahnhof. Achten Sie wie immer auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit und das Führerstandssignal auf der ADU.
Damit sind die Grundlagen der Sicherheitssysteme ATC und ACSIS abgedeckt. Sie können dieses Trainingsmodul jederzeit wiederholen, wenn Sie eine Auffrischung benötigen.